Mit einer neuen Sendung möchten wir euch verborgene Garagenschätze auf Mobil TV 22 präsentieren. Vom Sportwagen, Oldtimer, Sonderkraftwagen, Motorräder sowie Skurriles der Mobilität auf TV 22. Mobil TV 22, die verborgenen Garagenschätze, der schon seit Jahrzehnten diese Marke fährt. Und wir sind gespannt, was uns erwartet hier hinter diesen Garagentoren. Wunderschöne Fahrzeuge, verborgene Garagenschätze, die Folge 2, Werner Staudacher. Werner, mach uns die Tore auf und wir schauen, was erwartet uns hinter diesen Toren. Werner Staudacher fährt seit wie vielen Jahren schon dieses Produkt? Seit 1977 fahre ich Alfa Romeo. Und ich bin europaweit gefahren und nie etwas gehabt und bin immer gut heimgekommen, ob ich in Dubrovnik war oder in der Côte d'Azur oder in Lübeck oder Amsterdam, ganz Europa. Ja, und wenn wir jetzt schauen, welch für eine wunderbare Pracht steht hier ein Zagato. Da hast du ein ganz neues Modell von Alfa Romeo jetzt. Ja, das ist jetzt ein halbes Jahr alt, den habe ich mir zu meinem 80. Geburtstag gekauft. Und die wunderschönen Fahrzeuge, hinten versteckt ein Twinspark, ein Cabrio. Wie bewegst du diese Fahrzeuge, Werner? Ja, hauptsächlich. Momentan fahre ich sehr gut mit dem Tonale. Aber ich fahre jede Woche ein-, zweimal mit GTV, mit dem Gelben und mit dem Zagato auch. Ja, ich muss alle bewegen natürlich, ja. Ja. Ja, es ist nicht nur einer, sondern er hat 5 Stück von diesen Alfa Romeos. 5 Alfa Romeos. Ja. Und welch für eine Pracht dieser Zagato. Dieser Alfa Romeo Zagato, das ist ja ganz ein besonderes Modell von Alfa Romeo. 1000 Stück hat es gegeben, 1990. Und ich habe den 1995 in Bordenone von der Garage neu abgeholt. Ja. Also du bist Erstbesitzer? Erstbesitz, ja, Erstbesitz. Und bin mit dem Auto wirklich auch ganz Europa gefahren. Ja. Werner, du bist ja als Berufschauffeur. Seit 1972 bin ich Willi Schindler und bin seit er dort, bin jetzt, wenn ich so hochrechne, bin ich 85 Mal um die Welt gefahren, kilometermäßig. Also 3,5 Millionen Kilometer unfallfrei. Du hast, Werner, nicht nur jetzt diesen wunderschönen Zagato, durch ein gelbes, wunderschönes Twinspark Cabrio. Ja, perfekt. Hat 68.000 Kilometer, ist 22 Jahre alt. Ja, Werner, du hast ja nicht nur eine Garage, du hast ja da oben noch eine zweite Garage. Da stehen ja auch noch 2 Modelle drinnen. Ja. Einmal ein Alfa Romeo. Einmal der GTV und einmal der 147er, die stehen im Haus. Der schaut aus, als wie wenn der noch Originallack hätte. Er hat Originallack, ja. Da war noch nie etwas geschraubt oder irgendwelche Schweißarbeiten. Nichts. Und kein Unfall. Unfallfrei. Ja. Wie lange ist der schon in deinem Besitz? Seit 77. Ja, und deine Frau, Gerda, komm mal her zu mir da. Wie fühlt man sich, wenn man in der San Zagato sitzt? Ja, für mich ist das normal. Aber im Großen und Ganzen ist Alpha Nummer 1. Ja. Und wenn man den Werner Staudacher persönlich kennt, wie der seine Auto hegt und pflegt, kann man nur sagen, ein Traum dieses Auto, nicht einmal einen Steinschlag, eine Augenweide, wenn man den 6-Zylinder-Motor hört, Werner, richtig top. Ja, also perfekt. Also ich schätze das Auto sehr. Der Motor, wie da Sie, ein 6-Zylinder? Ist ein 6-Zylinder, 3 Liter mit 220 PS. Er regelt halt bei 250 ab. Wenn wir da so schauen, die Modelle, die du ausgestellt hast, das sind ja alles Sammlerstücke. Das sind Sammlerstücke, sind 284, 1:24. Aber alles nur Sportwegen, aber alle Marken. Ja, so liebe Modelle wie zum Beispiel diese kleine Vespa oder dieses Alfa Romeo Schild oder die Poster, die was da herinnen hängen. Oder so viele Dinge wie ein Buch von Enzo Ferrari, Ferrari Bücher, Alfa Romeo Bücher. Also ja, Werner, du hast ja da eine Sammlung von wunderschönen Stücken, also verschiedensten Modelle in 1:24 Modelle. Dann hast du ein Poster hier. Das hast du ja immer in deiner Zeit immer zusammengesammelt. Immer zusammen. Seit ich in der Bank habe ich schon, in meinem Büro habe ich schon ein Stellagen gehabt, wo ich konnte diese sammeln.
Ja, etwas Besonderes, ein Chauffeur. Wo gibt es noch einen Chauffeur für Direktoren? Und das macht der Werner seit 1972, 3,5 Millionen Kilometer. Eine tolle Garage, das freut uns sehr, dass wir herinnen bei dir da filmen dürfen, dass du uns das zeigst. Und welches ist denn dein Lieblingsfahrzeug? Mein Lieblingsfahrzeug war immer der Zagato. Ja, also mit denen bin ich schon sehr viel gefahren gern. Ja. Und am 7. Juni fahre ich 5 Tage Zagato-Treffen nach Turin. Die verborgenen Garagenschätze bei uns hier in Tirol. Und wir berichten für euch die weiteren Folgen auf www.tv22.tv. Ja, Werner, danke vielmals, dass wir da sein dürfen. Und vielen Dank. Danke für deinen Besuch. Hat mich gefreut. Danke. Schön. Diesen Bericht präsentiert euch Liqui Moly. Bestens geschmiert, läuft gut und lang. Liqui Moly.